Nach der Verunsicherung über die landesweiten Proteste gegen die Corona-Politik in China richtet sich die Aufmerksamkeit jetzt wieder verstärkt auf den Spender der Liquidität oder eben den Entzieher der Liquidität, den Godfather der Märkte, könnte man sagen. Die Fed, die US-Notenbank, ist es, die entweder Liquidität gibt oder eben Liquidität nimmt, und in Zeiten, in denen sie Liquidität nimmt, also den Märkten entzieht, da haben es die Aktienmärkte schwer, und in Zeiten, wo sie das Gegenteil tut, Liquidität ins System schüttet, so wie sie es vor allem nach dem Corona-Crash getan hat, da haben es die Märkte besser. Am Mittwoch die Rede von Jerome Powell, aber wir haben heute drei Fed-Mitglieder gehabt, die ziemlich klar gemacht haben, was sie vorhaben, respektive was sie von dieser Rallye halten, nämlich nicht allzu viel, denn diese Rallye, ich hatte es immer wieder gesagt, konterkariert die Anstrengungen der Fed, die Geldpolitik zu straffen, die Nachfrage zu reduzieren. Wenn die Aktienmärkte steigen, dann schüren diese steigenden Märkte den Konsum, damit die Nachfrage. Also ist das der Fed ein Dorn im Auge, und keiner hat es klarer gesagt als Ballard, James Ballard, der St. Louis Fed, der gesagt hat, die Märkte unterbepreisen das Risiko, dass die Fed die Zinsen länger oben halten wird bzw. aggressiver vorgehen wird. Also hier sagt ein Fed-Mitglied, ihr unterschätzt das Risiko, dass wir euch richtig wehtun werden. Das ist nichts anderes als die Aussage, die Märkte stehen zu hoch. Wir haben dann Aussagen von Mester, die so ein bisschen anders als Ballard, der sicherlich auf der hawkischen Seite der Fed ist. Mester dagegen ist so im Zentrum, ist so, wenn man so will, der Mainstream innerhalb der US-Notenbank. Die hat gesagt, ich glaube nicht, dass wir auch nur in der Nähe sind, hier zu pausieren in Sachen Tightening, also in Sachen Straffung der Geldpolitik. Wir brauchen sehr viele gute Inflationsreadings, also Berichte über die Inflationszahlen, nicht nur eins. Das ist ja das, was die Märkte hier jetzt so in Euphorie versetzt hat, der Bericht aus, der jetzt im November gekommen ist, die Oktoberzahlen aus den USA in Sachen Inflation niedriger als erwartet, alle Hurra geschrien. Sie sagt also, nein, das reicht noch lange nicht, wir brauchen mehr. Ballard wiederum, der hat gesagt, wir werden die Zinsen hochlassen, auch im Jahr 2023 und 2024. Allerdings muss man wissen, dass Ballard jetzt nur noch in diesem Jahr stimmberechtigt ist, ab 2023 nicht mehr. Und er sagte auch, die Fed muss die Geldpolitik oder muss die Zinsen weiter in restriktives Territorium anheben, also die Daumenschrauben weiter anziehen. Dann haben wir Aussagen von Williams, der als New York Fed-Chef auch eine besondere Rolle spielt, und der hat klargemacht, ja, wir werden die Inflation besiegen, aber dazu müssen wir dann weiter die Zinsen anheben, die Arbeitslosigkeit dürfte steigen, und er sagt dann einen Satz, der, glaube ich, alles auf den Punkt bringt: Further tightening of monetary policy should help restore balance between demand and supply. Also, die Straffung der Geldpolitik soll praktisch Nachfrage und Angebot ins Gleichgewicht bringen, heißt nichts anderes, dass die Nachfrage eben noch zu stark ist. Natürlich auch durch Stimuluschecks, fiskalische Maßnahmen etc. Jetzt muss die Fed dagegen arbeiten, und das ist auch eine ziemlich klare Ansage, dass eben von einem Pivot, den die Märkte ja irgendwie schon ein bisschen eingepreist haben, keine Rede sein kann. Jetzt am Mittwoch 19.30 Uhr diese Rede von Jerome Powell, wo er dann vielleicht nochmal wie in Jackson Hole, nochmal wie bei der letzten Pressekonferenz nach der Fed-Sitzung Bums machen wird, wir werden sehen, aber er ist sicherlich nicht allzu amused über das, was da an den Märkten passiert, und über die Ansicht, dass die Fed bald umsteuern wird. Wir sehen jetzt die tiefste Zinskurveninversion in den USA seit 41 Jahren. Normalerweise ist es so, wenn sich die Zinskurve dann wieder reinvertiert, also wieder versteilt sozusagen, dann beginnt die Rezession. Das ist das Zeichen, dass es jetzt soweit ist. Jetzt sind wir auf jeden Fall extrem tief mit dieser Invertierung, 2- und 10-Jährige etwa 80 Basispunkte, also 0,8%. Wir sehen, dass jetzt die dreimonatige US-Staatsanleihe 0,73%, also 73 Basispunkte höher steht als die 10-Jährige. Das heißt, ich kriege sehr viel mehr Rendite, wenn ich jemand 3 Monate Geld leihe, als wenn ich jemand 10 Jahre Geld leihe. Das ist ja eigentlich total unsinnig, setzt aber voraus, dass die Märkte davon ausgehen, dass dann
On the long run praktisch der Zinsen wieder fallen müssen wegen der Rezession, die kommen tut. Dementsprechend hatten wir eine so invertierte Zinskurve zwischen 3- und 10-jährigen, also 3-monatigen und 10-jährigen Anleihen, nur 2000 und 2001. Recession damals, Dotcom-Blase geplatzt, 79 bis 82, auch Recession wegen Iran und steigendem Ölpreis und den 1943, 73, 74, erste Ölkrise. Damals OPEC, bisschen Produktion gedrosselt, der Westen ein bisschen dann aus dem Konzept geworfen gewissermaßen. Und hier rechts sehen wir in der Grafik, dass die US-Zinskurve extrem versteilt ist, aber weltweit die Zinskurven letztendlich invertiert sind. Das sehen wir hier in der dunkelblauen Linie. Also es ist nicht nur die USA, es ist die ganze Welt. Kommen wir to the markets heute. Wir sehen den VIX. Viele sagen ja, du kannst den VIX charttechnisch nicht abbilden. Das ist aber ein Schmarrn, meine Damen und Herren. Man kann das sehr gut. Der VIX hält sich gerne an bestimmte Linien, hält sich gern an Trendkanäle, tut etwas, was normale Charts eben auch tun. Hier sehen wir, wie der VIX eben von dieser Trendkanallinie, dieser unteren Begrenzung, wunderbar abgeprallt ist. Heute mit einem Anstieg von über 6%. Wir sehen Dow, Nasdaq, alle so knapp unter 1% zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt hier die Vorbereitung auf das Video gemacht habe. Wichtig ist vor allem dieser 200-Tages-Durchschnitt. Das ist etwas, worauf die Märkte wirklich achten, worauf Fondsmanager achten. Bisher hat keine Bärenmarkt-Rally des Jahres 2022 die 200-Tages-Linie wirklich überwunden. Die ist beim S&P 500 bei 4000 und knapp 57 Punkten aktuell. Wir haben noch den 100-Tages-Durchschnitt, den 50-Tages-Durchschnitt hier eingezeichnet. Aber entscheidend jetzt erst einmal der 200-Tages-Durchschnitt. Kommen die Märkte darüber, ja oder nein? Ich meine, das wird kurzfristig sehr schwer, denn wir sehen hier mal, mehr als 90% der Aktien im S&P 500 haben oder handeln über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Das war zuletzt im August der Fall und dann ging es nach unten. Wir sind also stark überkauft, könnte man sagen. Schon allein deswegen eine Pause innerhalb dieser Rallye im Mindesten. Das ist das Mindeste, dass jetzt eine Pause eintritt, oder wir haben sogar eine Trendwende. Das werden wir sehen müssen, vielleicht mit der Rede von Jerome Powell. Wir sehen jetzt neue Probleme im Kryptobereich. BlockFi hat jetzt Insolvenz angemeldet, also der nächste Dominostein im Kryptobereich, der hier umfällt. Raten Sie mal, wer da besonders engagiert war. Jim Cramer, wer sonst? Wir sehen hier die Verluste im Grunde zwischen 55% und 99% bei verschiedenen Kryptos. FTX, Terra ganz unten, Solana, Binance, Tron, Polygon und wie sie alle heißen, immerhin nur knapp mehr als die Hälfte verloren. Das ist ja schon mal Spitzenperformance, gell? Also wenn du mehr, ein bisschen mehr als die Hälfte verlierst, was du vorher praktisch an Wertigkeit hattest, dann kannst du sagen, das ist eine blendende Erfolgsgeschichte. Das gilt auch für Öl. Wir haben heute den niedrigsten, zwischenzeitlich den niedrigsten Stand des Jahres 2022 gesehen. Wir waren tiefer als praktisch zu jedem Zeitpunkt diesen Jahres. Und das also in dieser Situation. Und normalerweise ist diese Marke von 75 Dollar, die Sie hier mit diesem roten Strich sehen, ist sehr, sehr entscheidend oft. Normalerweise, wenn es darüber oder darunter geht, dann bleibt der Kurs längere Zeit, auch Monate, teilweise Jahre über diesem Niveau. Wir haben jetzt also einen negativen Ölpreis diesen Jahres, aber die Energieaktien, vor allem Ölaktien, sind mindestens 50% gestiegen. Das passt nicht zusammen, also entweder sind diese Energieaktien zu teuer oder der Ölpreis zu niedrig. Da gibt es nur zwei Varianten. Damit der nicht so niedrig bleibt, hat OPEC Plus gesagt, ja, also wir werden da jetzt mal ganz aktiv über Produktionskürzungen nachdenken. Und boom, sehen Sie, geht der Preis wieder nach oben intraday, also von unter 75 Dollar ist jetzt wieder fast auf 78 Dollar das WTI-Öl in diesem Chart von Capital.com. Also es ist schön, wenn man einen Markt selber manipulieren kann. Das ist großartig. Kommen wir zu China. Jetzt ist ja die große Frage, wie geht es da weiter? Erstmal herrscht jetzt Stille. Da ist jetzt erstmal das vom Wochenende abgeebbt. Die Leute sind wieder in ihre Wohnungen gegangen, wenn sie können, dazu gleich mehr.
Jedenfalls versucht man da so ein paar Erleichterungen zu machen, teilweise etwa in Beijing. Man sieht vor allem junge Leute, die hier protestieren, die sagen, ich habe keinen Bock mehr, jeden Tag zum Corona-Test zu gehen und hier diese Lockdowns hier über mich gehen zu lassen. Es ist also eine junge Generation vor allem, die hier auf die Straße geht und damit viel riskiert, so oder so. Wir sehen jetzt schwierige Zeiten in China und hier weist Matt Stoller darauf hin, dass seit 1976 im Grunde China wirtschaftlich immer in einem Aufstiegsprozess war. Jetzt wird es schwieriger durch diese Corona-Maßnahmen und viele andere sozialistisch wieder maoistische Maßnahmen von Xi Jinping, die immer mehr Staat und immer weniger Privatwirtschaft bedeuten. Also das ist eine Herausforderung jetzt für diese Kleptokraten, könnte man sagen, mit dieser Situation umzugehen. Und in Sachen Kleptokratie muss man eben auch darauf hinweisen, dass, was Daniel Eckert hier sagt, die chinesischen Konzerne, die in Hongkong gelistet sind und damit für die Ausländer kaufbar sind, wenn man so will. Also wenn ich Ausländer bin, dann kaufe ich normalerweise, wenn ich chinesische Aktien haben will, in Hongkong ein. Und hier sehen wir, da sind die so niedrig wie seit letztendlich der Finanzkrise nicht mehr. Man hat also trotz formalem Wirtschaftswachstum mit chinesischen Aktien eigentlich nichts verdient. Vor allem verdient hat allerdings mit China Apple. Man hat etwa ein Fünftel seines weltweiten Umsatzes in Apple, also seiner Verkaufserlöse, und einen Großteil seiner Produktion in Apple in China. Jetzt sehen wir hier, dass Apple etwa AirDrop abgeschaltet hat oder limitiert hat. Das war praktisch ein Tool, womit sich die Demonstranten verständigen konnten. Die haben von iPhone zu iPhone sich da verabreden können. Jetzt wahrscheinlich auf Geheiß der Regierung limitiert Apple das, macht also das, was die Diktatur will. Und hier sehen wir mal Leute etwa, die kampieren auf der Straße. Warum? Weil ihr Corona-Code auf gelb geswitcht ist und das bedeutet, sie kommen in ihre Wohnung nicht mehr rein, denn da musst du praktisch so eine Karte vor so ein Kartelesegerät halten, und wenn das eben praktisch auf gelb ist, dann kommst du auch in deine Wohnung nicht rein. Was machen die Leute? Die zelten auf der Straße. Man muss sich das mal vorstellen, in Millionenstädten. Und das zeigt die ganze Absurdität des Systems. Und dass Apple in jedem ESG-Fund ist, also in diesen Nachhaltigkeitsgrünwäsche-Fonds, das sagt auch einiges. Sie machen ihre Produkte in einem System, das im Grunde die Produktion so als Art Erziehungslager definiert. Wir haben ja jetzt diese Bilder gesehen von dieser Foxconn-Fabrik, wo die Leute versuchten zu fliehen. Die Lager sind eher, das erinnert so ein bisschen eher an Konzentrationslager als an irgendetwas anderes, was da teilweise der Fall ist. Dementsprechend ist das natürlich sehr, sehr problematisch, warum Apple überhaupt in diesen ESG-Produkten noch oder in diesen Vehikeln drin ist. Das kann eigentlich nicht sein. Heute die Aktie 2% im Minus. Hier sehen wir mal die Konzerne, die am meisten Exposure nach China haben. Hier fehlt allerdings Volkswagen, denn die haben auch ein ziemlich sattes Exposure. Da haben die etwa, das Werk in Chengdu muss jetzt die Produktion einstellen. Also das macht schon Sinn, dass die Märkte nervös reagieren, wenn die Dinge in China entweder durch Lockdowns oder durch Proteste praktisch aus dem Ruder laufen. Dann wird es auch für westliche Konzerne schwierig. BHP Group, wir sehen Adidas, hier Osram Licht, Georg Fischer, wie sie alle heißen, Infineon. Also das sind die Firmen mit großem Exposure nach China, sind also vulnerabel. Kommen wir nach Europa, da hat Madame Lagarde Inflation gesagt, da wir bekämpfen la Inflation, weil wir haben lange gepennt, aber jetzt gehen wir auf Vollgas und werden bekämpfen la Inflation. Jetzt sagt sie, also wir haben wahrscheinlich noch einen langen Weg mit Zinsanhebungen und wir werden im Dezember dann auch sagen, wie wir unsere Bilanz reduzieren will. Da kann ich nur sagen, viel Glück, Frau Lagarde, gell? Mal schauen, wie lange man das durchhalten wird. Und hier Knut, der Holländer, sagt, wir müssen also jetzt die Zinsen deutlich weiter anheben. Also auch vergleichsweise hawkische Kommentare seitens der EZB. Sie sagt, wir sehen also keinerlei Nachlassen der Inflation oder dass wir einen Peak der Inflation haben, so Lagarde. Dagegen sehen wir jetzt bei IKEA etwa, dass man hier über Preissenkungen nachdenkt, weil sich eben viele Bereiche wieder
entspannt haben, weil die Inputkosten für IKEA jetzt gesunken sind. Ob das vorübergehend ist oder nicht, ist natürlich eine große Frage. Wir sehen die Entspannung der Lieferengpässe. Jetzt aber mit neuen Lockdowns kann die Geschichte, in neuen Lockdowns in China kann die Geschichte natürlich wieder schwieriger werden. Wir sehen hier etwa die französischen Strompreise jetzt deutlich gefallen. Warum? Weil immer mehr Atomkraftwerke in Frankreich wieder ans Netz gehen. Für uns auch eine gute Nachricht. Wir halten ja in Deutschland Atomkraftwerke für böse, gell? Aber nur solange sie nicht in Deutschland sind. Sonst sind sie relativ gut, weil dann haben wir den Strom in Großbritannien, das immer mehr von Wind abhängig ist. Ist aber leider jetzt nicht sehr windig. Dadurch steigen dort die Strompreise massiv, wie wir hier gesehen haben. Und nochmal nach China. China baut mehr neue Kohlekraftwerke als in einer anderen Nation dieser Welt derzeit vorhanden sind. Das trifft dann auf den Unwillen der Klimabeauftragten. Das ist hier eine Dame, die schon auffällig geworden ist, mehrfach. Und die wirft also, die kritisiert das sehr, sehr hart. Erstaunlich, denn eigentlich ist doch unsere Koalition ganz, ganz groß in Sachen Kohle. Also so viel Kohle haben wir noch nie gehabt, gell? Und so viel CO2-Ausstoß haben wir nicht gehabt. Dafür haben wir die letzte Generation, die, wie Sie hier sehen, erfolgreich wieder eine Autobahnauffahrt praktisch in Sachen Klima praktisch neutralisiert, könnte man sagen. Man demonstriert ja bei der letzten Generation für Tempo 100 auf der Autobahn und das 9-Euro-Ticket. Damit würden wir etwa knapp ein Tausendstel dessen an CO2 einsparen, was wir jetzt mit dem Rauffahren der CO2-intensiven Kohlekraftwerke wieder verursachen. Also es ist stringente Argumentation und man sieht, gell, die haben sich so einen Pelz angezogen und diese letzte Generation, die meinen das ernst, gibt es ihnen ein 9-Euro-Ticket und sagt es bei der Autobahnauffahrt 100, Tempo 100, gell, zack, sind die schon wieder weg, sind die zufrieden. Also das sind wir Revoluzzer vom Allerfeinsten, meine Damen und Herren. Abschließend zwei Leseempfehlungen. Nasdaq-Korrektur durch steuerlich bedingte Verkäufe. Tax Loss Selling ist hier das Stichwort. Viele Amerikaner werden die Gelegenheit nutzen, noch vor Jahresende Verlustpositionen, und davon gibt es ja ein paar in diesem Jahr, vor allem Nasdaq-Titel Meta, ne, zum Beispiel, hat er schwer verloren. Da sehr interessante Perspektiven auf diese Dimension, die die Jahresendrallye doch durchaus beeinflussen sollte. Und mehr Öl verlässt Russland per Tanker mit unbekanntem Ziel, gell? Also jetzt vor dem Öl, also bevor das Embargo der EU da in Kraft tritt, da haben wir dann plötzlich mehr Tanker, wo man gar nicht weiß, wo die hinfahren, gell? Also das wird auch noch sehr spannend, wie jetzt das russische Öl dann etikettiert wird und dann praktisch sauberes, nicht russisches Öl ist, das wir dann zu überhöhten Preisen einkaufen. Geht, da sind wir auch Weltmeister. Na, da sind wir schon richtig gespannt. Also zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.